ganz nehmen. Was ist denn? Jahren sieht der Tag so fröhlich aus. Wohnung putzen, Kinder füttern, gut verstehen mit anderen Müttern. Irgendwann frisst dich der Stress mal auf. Und von Zeit zu Zeit holt der ganze Mist dich ein. Und dann nimmst du dir die Freiheit raus. Dich 10 Minuten hinzusetzen, lässt halt mal die anderen stressen, weil du mal eine kurze Pause brauchst. Und genau da kommt dein Chef. Hat dich sofort gefeuert. Und jetzt stehst du da vom Arbeitsamt und denkst an einen Ozean. Das war der Plan von Anfang an, mit dem Segelkahn einfach mal rauszufahren. Kindheit rumgesessen und den ganzen Scheiß gefressen, den sie dir erzählt haben, um dich zu einem Arbeitstier zu machen. Und so viele gute Sachen machtest du deswegen lieber nicht. Und die ganze Lernerei ging dir so am Arsch vorbei. Was hatte das zu tun mit deinem Leben? Doch du hast das durchgezogen und du bist jetzt wohlerzogen. Und man soll ja arbeiten gehen. Und alles für so ein Stück Papier. Jetzt hängt es ordentlich im Schrank. Und jetzt sitzt du da im Mörderalbum und deine Träne läuft dir stumm und halb dich deine Wange lang. Und die Gedanken fangen wieder an. Nach dem Abi wolltest du mit dem LKW nach Afrika oder Tibet. Noch 3 Jahre und dann fängt das an. Die Ironie dauert nicht mehr lang. Keine.